Ihr habt gesehen, was alles in der letzten Folge passiert ist, Freunde. Oder wir waren mit Ryan zusammen in diesem geheimnisvollen Drachentempel, wo es um diese Elementardrachen ging. Und ich habe da einen geheimen Knopf gefunden. Diesen Knopf habe ich betätigt. Soll ich draufdrücken? Oh mein Gott, Bro. Freunde, was wird passieren? Stell dir mal vor, wir kriegen echt unseren eigenen Drachen oder unsere Fähigkeit. Ich werde dann so ein Feuerdrache und du wirst dann so ein Eisdrache. Ich hoffe, wir können das echt auswählen, das wäre geisteskrank. Ich drück drauf, okay? Ich drück drauf, ich kann nicht mehr warten. Okay, ich bin gehypt. Ich drück da jetzt drauf, Bro. Ich drück da jetzt drauf. Bro, was war das für ein Geräusch? Da hat sich irgendwas geöffnet. Und ich bin jetzt wieder bei Mira. Warum? Und wo ist Rainy? Und komischerweise bin ich dann zu Mira teleportiert worden. Was danach alles passiert ist, das werdet ihr gleich in dieser Folge sehen. Lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da, Freunde, um mich zu supporten. Ich würde mich über 3333 Likes freuen. Aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Und glaubt mir, bleibt bis zum Schluss dran. Es wird mega spannend. Rainy? Rainy, bin ich alleine hierher teleportiert worden, oder was? Ach nein, Leute. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass Tobi nicht hier ist, aber Mira wird da sein. Also kann es mir eigentlich egal sein. Vielleicht ist es sogar besser, dass ich hierher teleportiert worden bin. Mira, bist du da? Mira? Hallo? Mira? Da ist sie. Hallo, Mira? Warum wurde ich hier... Warum ich nach dir rufe? Weil du mich hierher teleportiert hast. Warum das? Ich habe das Gefühl, dass du der Aufgabe noch nicht gewachsen bist. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen? Warum denkst du das? Du lässt dich zu leicht ablenken, Sio. Aber was meinst du denn mit ablenken? Ich meine, guck dich doch mal an. Das ist doch normal, dass ich mich ablenken ließ. So, ich kann doch auch nichts dafür. Ich habe mich wegen dir ablenken lassen. Das ist die pure Wahrheit. Was habe ich denn da jetzt damit zu tun? Ja gut. An sich kannst du auch nichts dafür, aber... Hast du dich schon mal im Spiegel angeguckt? Nein. Noch nie. Warum soll ich das tun, Sio? Ja, wenn du das möchtest, könnte ich das eventuell irgendwann mit dir zusammen machen. Dann können wir uns gemeinsam angucken. So, du links, ich rechts. Und dann machen wir ein kleines Fotolein, so ein Foto. Und dann können wir das aufhängen. Willst du das? Dazu sage ich nichts. Aber okay. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe irgendwie jetzt die Befürchtung, dass Rainy das ohne mich nicht schafft. Und deshalb wäre es vielleicht gut, wenn du mich zurückteleportierst, weil ich habe herausgefunden, dass ich nach diesem Knopf so irgendwie ist irgendwas aufgegangen. Ich habe ein lautes Geräusch gehört. Anscheinend ist wirklich ein neuer Gang aufgegangen. Und ich bin mir sicher, wir können das Drachenrätsel gemeinsam lösen. Aber dafür müsstest du mich zurückteleportieren. Rainy ist dabei, das Rätsel alleine zu lösen. Aber denkst du, er schafft das ohne mich? Das hast du früh genug erfahren. Aber ich mache mir Sorgen um meinen Freund. Er braucht meine Hilfe. Ich kann mir echt vorstellen, dass er gefährliche Situationen meistern muss. Vor allem, da war sogar ein Warden und der Warden ist schon einmal gespawnt und nicht, dass er wieder spawnt und er dann drauf geht. Das wäre ganz und gar nicht gut, Mira. Was soll ich jetzt sagen? Du kannst ganz viele schöne Sachen sagen, wenn du möchtest. Wenn der Tag lang ist, können wir über ganz viele schöne Sachen reden. Aber das liegt natürlich in deinem... Vorhaben und in deinen Bedürfnissen, so ob du das möchtest oder nicht möchtest, wenn du verstehst, was ich meine. Mira, kann ich dir noch eine andere Frage stellen? Ja. Könntest du eventuell nochmal Rindfleisch sagen? Warum leuchtest du das die ganze Zeit? Weil die Community das auch mag. Und die Betonung, die du da wirklich mit dem Wort aussprichst, das hört sich echt cool an. Das ist der einzige Grund. Du willst es wirklich hören, Sio? Ja, ich will, ich will, ich will. An deiner Stelle würde ich mir erstmal Gedanken machen. Okay, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich schicke dich jetzt erstmal zurück auf die YouTuber-Insel. Nicht zu Rainy? Oh oh, das ist nicht gut, dass Rainy jetzt parallel das Rätsel macht und ich nicht bei Rainy bin. Und ich wurde zurückteleportiert. Auf dem Ei, wo alles begann. Aber das war gerade echt schön, Leute. Das waren schöne Minuten mit Mira, die ich da allein verbracht habe. Und ihr merkt, Leute, ich rede ein bisschen lockerer jetzt so langsam, ne? So langsam haben wir den Dreh raus, Mira. Mira, verstehst du das? Verstehst du, was ich meine? Das wird alles wieder Kinderklacks bald werden. Checkst du? Aber okay, Mira.
Ich habe eine Mission zu erledigen und deshalb würde ich jetzt direkt erstmal zu Rhiney wieder fliegen. Sollte mal wieder den Shader anmachen. Dann schreibt mir, Subit, komm schnell, Unheil 1. Warum schreibt er das im All-Chat, sodass jeder liest und die Wahrscheinlichkeit, dass die... Ja, geil, ich habe keine Raketen. Ich habe nur noch 2 Raketen. Ich hätte jetzt eh keine Möglichkeit, zu Rhiney zu fliegen. Gut, dann fliege ich mal mit den Raketen zu Tridan. Unheil 1. Aber warum ist er bei Unheil 1? Wo war das nochmal? Das war hier irgendwo, ne? Okay, wenn wir Glück haben, dann sollten wir das easy schaffen. Mit einer einzigen Rakete nur noch. War das nicht hier irgendwo? Das war hier, ne? Leute, ich habe keine Ahnung, warum er sagt, dass ich da hingehen soll. Aber wir gehen. Nicht, dass da kein Wasser ist. Oh, ich dachte schon. Hä? Nein, ich muss den Shader wieder ausmachen. Warum sitzt er jetzt im Gefängnis? Das macht gar keinen Sinn und ich habe nur noch eine Rakete. Wo bist du? Herr Siu? Tridan? Siu? Was machst du hier? Du bist gekommen. Ey, erinnert dich das an irgendwas? Du warst ja auch mal gefangen, Bro. Ich war hier auch mal gefangen, absolut. Aber ist das jetzt ein blöder Scherz? Warum bist du denn hier drin? Bro, bitte probier das abzubauen. Vielleicht klappt es ja bei dir. Obi meinte, dass bei manchen Leuten klappt. Warum bist du jetzt hier drin? Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich einfach einiges, ne? Wie damals. Ich verstehe es nicht, Bro. Jetzt, ich bin auf meine Freunde irgendwie angewiesen, dass sie mich irgendwie, dass sie helfen, mich hier rauszuholen, Bro. Ich verstehe das Ganze nicht mehr. Du Armer, tust mir übelst leid. Bro, wie soll ich dich denn rausholen? Die einzige Möglichkeit damals, als ich rausgekommen bin, war quasi die Person, die dazu beigetragen hat, dass ich hier reinkomme. Und das war Timmy zu dem Zeitpunkt. Und nachdem ich das mit Timmy geklärt habe, hat Timmy quasi gesagt, ja, okay, du kannst jetzt rauskommen. Und dann hat mich Tobi hier rausgeholt, weißt du noch? Daran kann ich mich erinnern. Und Tobi war auch gerade, beziehungsweise vorhin hier. Aber er hat einfach gesagt, dass, also er meinte zu mir, dass er jetzt abbauen kann. Diese Eisengitter kann er abbauen. Aber er hat es nicht getan. Er wollte mir nicht helfen, Bro. Okay, das ist mega merkwürdig. Aber warum kann man hier eine Plattform platzieren? Hä? Kann ja, ich das kaputt machen? Das ist neu. Ja, du kannst, glaube ich, kaputt machen. Probier aus. Zetashi kam und hat da ein Crystal platziert, aber da... Kann ich irgendwie dir mit Wasser oder so helfen? Also ich kann hier kein Wasser platzieren. Sicher? Und ich kann auch selber keine Blöcke platzieren. Wenn wir das so machen, Bro. Kannst du da irgendwie rauskommen oder so? Nee, es funktioniert nicht. Ich habe ja auch keine Elytra oder so. Es geht nicht. Aber auch mit Elytra kann ich hier gar nicht raus. Tut mir leid. Bro, du weißt gar nicht, was bei mir alles passiert ist. Guck mal, ich sag dir ehrlich, wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Und du musst dir vorstellen, Rhiney und ich haben sowas Krasses gefunden. Du glaubst es gar nicht. Und eigentlich war ich auf dem Weg zu ihm. Irgend so einen krassen Tempel haben wir gefunden, ne? Und wir waren auf dem Weg, ich war zumindest auf dem Weg wieder zu ihm, weil ich zurückteleportiert bin von Mira. Und jetzt habe ich einfach keine Raketen und du hast zufälligerweise auch keine Raketen, ne? Du hast ja ganz andere Sorgen. Du siehst doch, ich habe Diamantrüstung, ich habe meine ganze Sache verloren, Bro. Hä, wie, du hast... Stimmt. Ja, ich hab keine Sachen an. Ich hab mir vor ein paar Tagen ein Video von dir angeguckt, wo du dann irgendwie auch wegteleportiert worden bist und hast dann irgendein Jump-Quest von Mira erledigen müssen, ne? Ja, nee, das war nicht von Mira, Bro. Aber du hast einen dummen Fehler gemacht. Warum hast du im All-Chat geschrieben? Nicht, dass die Höllenkrieger jetzt kommen und dich nerven oder mich angreifen. Im All-Chat? Boah, ich denke nicht, dass sie online sind, Bro. Aber das kriegen wir schon hin. Aber, Bro, ey, du kannst mir helfen, hier rauszukommen. Das ist Teil der Reise. Teil der Reise, wie soll ich dir denn helfen? Also, ich habe zum Schluss ein Buch bekommen, wo steht, dass mir Leute helfen können, beziehungsweise ich sogar jetzt auf andere angewiesen bin. Und hier steht, wem kann ich wirklich vertrauen und wer wird mir helfen? Deswegen frage ich dich jetzt, Yu, bist du mein Freund oder bist du jetzt hier gerade in dem Moment mein Feind? Ich bin natürlich dein Freund. Kannst du mir helfen? Ich bin dein Freund und ich will dir helfen. Siu, Freund, ja, aber Bro, du musst mir helfen, hier rauszukommen. Das ist das Wichtigste. Bro, als ob ich dir nicht helfen würde. Ich helfe dir doch zu 100%, aber wie, wenn nicht mal Tobi irgendwie hier was machen konnte? Bro, das ist... Komm, ich helfe dir, was soll ich tun? Sag doch einfach. Bro. Du musst weg, da ist Snoopy mit dem Schwein. Du musst ganz schnell weg, pass auf, Bro. Nein, was macht Snoopy denn jetzt hier, Leute? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hab keine Raketen, Leute. Wer hat da das herausgefunden? Ich hab gar keine Raketen. Nein. Was machst du hier, Bro? Freunde, das ist gar nicht gut. Wie soll ich hier weg? Ich kann keinen Enderperlen benutzen. Denkst du ehrlich, ich bin so dumm? Du warst doch gar nicht online. Hä? Bro, Tridan. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin nicht so dumm, wie ihr denkt. Ich bin nicht so dumm.
Hä? Bro, aber wie kann das denn sein? Und was macht... Du bist jetzt meiner. Du bist jetzt meiner. Und wenn jetzt jemand kommen sollte, ich kill ihn direkt. Du bist jetzt meiner. Was bringt dir das denn, Supi? In 2 Tagen ist das unheil. Leute, Itachi ist und du online. Willst dich jetzt hier bewachen? Ja. Du kannst mir lieber helfen. Ein Feind bist du für mich nicht. Du bist eine Kakerlake, Bro. Also ganz ehrlich, ja, ich bleib hier jetzt und warte. Also hast du nicht entschieden, mir nicht zu helfen? Freund oder Feind, Supi? Willst du mein Feind sein? Ein Feind bist du für mich nicht. Oh, wie gesagt, eine Kakerlake. Was ist das für Geräusche? Hörst du das? Was ist das denn? Ich höre es nicht tatsächlich. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Wo ist denn dein Schweinchen überhaupt? Geschrieben. Ich hoffe, Itachi kann herkommen. Da oben, das wäre so die gut. Da oben? Ich schreibe ihm mal, wo ich ungefähr bin. Leute, guckt dir das mal an. Es ist wirklich da oben. Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Aber was bringt dir das denn jetzt, wenn die Leute hier kommen und mit mir reden wollen und mir helfen wollen? Was willst du nein, bitte irgendwie? Nein, der arme Tridan, Leute. Was bringt dir das denn, also, Supi? Wenn ich safe tot, Leute. Das ist gar nicht gut. Ich will dann deren Item. Ich komme hier auch nicht weg. Ich kann keine Enderperlen benutzen. Ich brauche direkt Raketen. Ich brauche direkt Raketen. Das ist so wichtig. Ja, so lala, sag ich. Nicht Schweichel ist dein Haustier, sondern du bist das Haustier von Schweichel. Ich brauche so dringend Raketen, Leute. Weißt du da was, hä? Ja, du kannst da eh nicht durchschießen, Supi. Ich check das einfach nicht. Ich geh mal hier unten, Leute, damit Itachi mich sieht. Das ist so risky, was ich hier mache. Und Vertrag und langsam mal zusammen gegen die Unheile ankämpfen. Ja, er kommt, wie sollen wir so Unheil 0 besiegen? Guck mal jetzt zu mir, Alter, du Unhöflicher, ja? Guck jetzt nicht nach unten. Da ist nix, Bro. Ich hab da nur hingeguckt, Mann. Weil ich will irgendwie, ich muss irgendwie hier rauskommen, Mann. Aber ich weiß nicht wie. Ja. Du wirst nicht rauskommen, Bro. Ich sag dir ehrlich, du wirst den Rest deines Lebens wirst du jetzt da drin bleiben. Nein. Ich trinke jetzt den Trank. Den Trank der Stärke, der dich one-hittet. Nein, ich hab ihn doch gerade hier gesehen. Er war doch hier hinten. Lass mich jetzt hier raus, Supi, Mann. Du kannst mir einfach helfen und mir auch ein Relikt bringen. Das wird das alles hier. Weißt du, ich setz mich jetzt hier in der Gruppe. Das Ding ist, du hast Glück, dass Psyche jetzt so leise weg ist. Siu war hier? Hast du noch ein paar Raketen? Das ist zu wenig. Er wird. Du meinst doch, du hast den Chat gelesen. Natürlich ist was Siu hier. Hast du noch ein paar? Der wird mich safe jagen, wenn er mich sieht. Was meinst du, Bro? Ich dachte, der wäre bei dir drin oder so. Dankeschön. Ich bin mir sicher, wenn ich gleich hier wegfliege, wird er mich sehen. Danke, dass du hergekommen bist. Du wirst doch sehen. Warte, hast du eigentlich Items noch? Items? Wie können wir Tridan irgendwie rausholen? Wie? Sie sind da! Wenn ich raus bin, werde ich dich direkt besiegen, Mann! Ich höre dich nicht! Tridan ist so laut! Bro, ich lass dich hier nicht raus! Ich hab zwar gerade so eine Heulspitze, aber lass mich ja trotzdem raus, Supi, Mann! Ich verstehe kein Wort! Oh, ich sag dir echt, du hast es verdient, Alter, da drin zu bleiben! Oh mein Gott, Supi, bitte! Lass zu ihm gehen! Mehr als verdient, ich sag ehrlich! Es ist so einfach! Komm mit, Itachi! Komm! Ich hab Tridan jetzt gemutet, der war zu laut. Ja. Bro, was machen wir? Wie können wir Tridan rausholen? Ich hab keine Ahnung. Wenn Supi mich sehen, ich hab auch Supi gerade muten müssen, die sind zu laut, aber wenn wir wieder in die Nähe gehen, dann hören wir die. Ja, ich weiß nicht, Bro, wie wollen wir dir helfen? Wir müssen eigentlich... Ich hab keine Ahnung, ich weiß nur, das Problem ist, wenn ich hier gleich rausfliege, Supi wird mir safe hinterher fliegen. 100%. Warte, vielleicht kann ich ihn ablenken. Ich weiß nicht, ob das... Mach das und dann versuche ich mit Tridan zu reden. Okay, ich versuch's. Versuch das, Bro, versuch das. Weil irgendwie, Leute, Snoopy, ihr wisst, irgendwie Snoopy hasst mich so übertrieben, dass er mich die ganze Zeit angreifen wird. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt Tridan helfen soll. Ich habe keine Ahnung. Mach die mal wieder lauter, Leute. Hey, Snoopy, lass die Tasche in Ruhe, Alter! Ah, gut. Jo, geht's dir gut? Hey, die Tasche, hast du uns relegt? Tridan. Nein. Was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen? Das Ding ist, wenn Supi mich sehen sollte, dann werde ich Probleme bekommen. Sue, kannst du mir aber jetzt helfen? Das ist die Frage. Ich versuche dir zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage dazu bin. Was? Aber hast du ein Buch bekommen? Hast du ein Buch bekommen, Bro? Nee. Hab ich nicht. Hast du nicht? Hab ich nicht. Du hast kein Buch bekommen, obwohl du mir... Ich habe kein Buch bekommen. Dann bist du scheinbar wirklich gerade nicht in der Lage, mir zu helfen, Bro. Bro, ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir Itachi helfen oder was soll ich tun? Geh lieber Itachi helfen, Bro. Geh Itachi helfen, bitte. Okay, Bro, ich versuch's. Geh bitte helfen. Er darf nicht sterben, bitte. Nein. Itachi! Leute, ich muss das für Itachi machen. Wer denkst, wer du bist? Hey, Stress, hä? Ich muss ihn weglocken. Snoopy! Hey! Hey, Leute, ich hoffe, er folgt mir dann, dass ich irgendwie... Nein! Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Nein, er ist hinter mir. Ich mach den Schädel lieber an. Wo ist er? Okay, ich muss das jetzt schlau machen, Leute.
Denk nach, denk nach, denk nach. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe keinen Dreizack, ich kann nicht im Wasser. Ich habe nur noch so und so viele Raketen. Leute, ich versuche mich irgendwie im Dschungel... Leute, ich versuche mich irgendwo im Dschungel zu verstecken. Vielleicht sieht er mich nicht. Er ist mir jetzt echt nicht mehr hinterhergeflogen. Vielleicht ist das meine Chance. Oh mein Gott, ich verstecke mich da oben. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen, Leute. Ich habe immer so Schiss, Leute. Ich weiß nicht, warum Snoopy so ernst gegen mich macht. Okay, er hat sein Schwein beschworen. Der ist hier irgendwo. Nein, 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 nein. Er sucht mich, der Idiot. Weiß, dass du hier bist. Der weiß ja immer, wo ich bin, Leute. Aber stimmt das wirklich, dass er so ein Programm hat, womit er mich sehen kann? Er tut doch gerade nur wieder so. Warum ist er direkt hier in den Dschungel reingekommen? Ist das eine Schalkerkiste? Nein. Das ist ein Schwein. Hä? Tschu! Wo ist er, Leute? Ist genau unter mir. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er labert doch gerade nur. Er weiß das gar nicht, genau, dass ich hier unter bin. Mir. Nein, sein Schwein ist dort. Warum macht er so Psycho-Games mit mir? Warum macht er sowas? Sag dir ehrlich. Will er wirklich mich jetzt nochmal killen und die Alte so ein Advice zu bekommen, oder was? Na? Snoopy, woher weißt du immer, wo ich bin? Ich checke das nicht. Hör doch auf mit deinem dummen Programm. Ich weiß es immer noch. Nein, 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 nein. Der Dschungel ist aber gut, Leute. Ich muss Rainy helfen und Tridan auch. Und jetzt kommt Snoopy wieder von der Seite. 17 Raketen nur noch. Ich muss es schlau machen, Leute. Schlau. Ich muss es gut machen. Ich habe eine Idee. Du wirst mich nicht kriegen, Sue. Oder er gesagt, ich werde dich kriegen. So wohl er gesagt. Nein, 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 nein. Nur noch 10 Raketen, Leute. Nur noch 10 Raketen. Ich hoffe, irgendjemand kann mir helfen. Itachi, wo ist Itachi gewesen? Wenn Itachi mir jetzt helfen kommen könnte, das wäre krank. Das wäre geisteskrank. Nur noch 8 Raketen, Leute. Er ist zu hartnäckig. Ich muss mich, glaube ich, gleich ausloggen. So ein Ding ist das. Aber ich muss doch Tridan und Rainy helfen. Bleib nein, 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 nein. Langsam so reicht's mir wirklich. Junge! Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's. Ich muss mit Itachi drauf, Leute. Im schlimmsten Fall benutze ich meinen verzauberten Goldapfel. Itachi! Itachi, pass auf! Komm her! Komm her! Du wirst sehen. Du wirst sehen, Junge. Es reißt mir. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Reiß mir, Junge. Es reißt mir aber wirklich. Itachi, ich habe deinen verzauberten Goldapfel benutzt. Lass uns versuchen, ihn komplett hops zu nehmen jetzt. Er macht mir gar keinen Damage gerade. Kein Damage? Würdest du mal jetzt ausprobieren? Oder doch, er macht mir Damage. Aber das ist unsere Chance jetzt. Na, Jungs, ich bin noch voll, alles gut. Ich bin noch wohl und du auch, Zitashi. Du bist. Wie lange habe ich das noch? Einige Minuten. Das ist also wirklich, dass du denkst, du wirst mich damit dann jetzt killen können. Das ist auf jeden Fall ein guter Witz. Ein guter Witz. Nein, 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 nein. Dass du fast tot bist, auch. Ist auch gut. Komm her. Nein, 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 nein. Die Tasche kam zur richtigen Zeit. Leute, wie viel Damage macht er, obwohl ich diese Resistenz habe und Feuerresistenz? Ich checke das nicht. Ich hoffe, Itachi kann da abhauen irgendwie. Leute, ich muss mir irgendwie direkt Raketen holen oder so. Ich gehe mal schnell nochmal zurück zu ihm. Ich muss ihm sagen, dass ich... Nein, 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 nein. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg und mich ausloggen. Oder ich fliege nochmal hier hin. Ich muss hier hinfliegen, Leute. Solange Alpha-Steinchen und Kiro nicht da sind, Snoopy kann mich mit seinem Schwein hier nicht angreifen. Das ist meine Chance. Ich habe jetzt die Tasche geschrieben. Komm, Unheil 0. Hier haben wir ein bisschen Protection. Hier haben wir ein bisschen Protection. Itachi, okay. Geht's dir gut? Zu verstecken? Ja, mir geht's gut. Ist er hier oder was? Er versucht sich hier zu verstecken. Du weißt schon, dass ich jetzt hier nicht rausgehen werde, ne? Von mir aus können wir jetzt die ganze Zeit hier chillen. Sure, Junge, ich sag Itachi, ich habe deinen verzauberten Goldapfel usen müssen, den du mir geschenkt hattest. Du musstest wirklich einen Goldapfel usen? Ein Enchanted Goldapfel. Ein Enchanted Goldapfel musste ich usen, weil du irgendwelche komischen Kräfte hast, ja? Kräfte, die einfach nicht wirklich von Minecraft eigentlich bestimmt sind. Was sind das für komische Kräfte? Mit deinem Schwein machst du einfach so viel Damage, obwohl ich Resistenz und Feuerresistenz habe. Das macht gar keinen Sinn. Sag dir so, wie es ist, Ju. Ich lasse dich heute in Ruhe, aber die nächsten Tage wird noch schlimmer. Die nächsten Tage wird noch schlimmer für dich. Ja, du lässt mich in Ruhe und das soll ich dir glauben. Sobald ich hier dann gleich wieder rausgehe, greifst du mich an, ne? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Wir sehen uns. Tschüss. Das soll ich dir glauben, ne? Das
ich dir glauben! Schweinchen, ey. Das macht gar keinen Sinn. Er lügt mich doch eh an. Itachi, er wird mich safe gleich wieder angreifen, wenn ich hier weggehe. Ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich mich gleich auslogge erstmal, oder? Und warte, bis er nicht mal online ist. Warum redest du so traurig und so düster? Ich bin nicht traurig oder düster. Ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, du redest so komisch und... Ist alles gut bei dir? Hast du irgendwelche Probleme? Nee, alles gut, Bro. Ist alles okay. Danke, Mann. Sicher? Du wirkst so traurig. Yeah. Bist du wegen Tridan traurig, weil er gerade Hilfe braucht? Wie können wir Tridan rausholen? Ja. Ich weiß, ich muss gleich einen Relikt suchen gehen, um ihn zu finden. Okay. Ey, das ist alles so seltsam. Guck mal, Rhiney braucht Hilfe, Tridan braucht Hilfe. Ich glaube, du brauchst auch anscheinend Hilfe, so traurig, wie du gerade redest. Und Snoopy wartet doch wieder nur auf diesen Moment, dass ich mich irgendwie einmische und er mich dann wieder attackiert. Ja, der ist safe hier irgendwie. Beziehungsweise glaub, irgendwie hier diesen Platz verlasse. Ja, ich muss echt warten, bis er nicht mehr online ist. Aber es kann sein, dass er dann wieder seine komischen Programme benutzt. Und sobald ich mich dann einlogge, dass er mich jagen wird. Ja, ich glaube, das könnte gut sein. Aber sag mir einfach Bescheid, ja? Helfe ich dir. Itachi? Bro, kann ich dir eine Frage stellen? Ich muss weg, Bro. Warte mal. Bro, ich muss weg. Bro, kannst du ich mir noch weg. Raketen droppen? Ich muss weg, Bro. Tut mir leid. Ja, jetzt habe ich ein ganz großes Problem, Leute. Jetzt komme ich hier wirklich nicht mehr weg mit 6 Raketen. Also wenn ich mich einlogge später und Snoopy direkt mich wieder jagen wird mit 6 Raketen. Ich muss also jetzt in der nächsten Folge schaffen, direkt Raketen zu bekommen. Und dann muss ich entweder fliege ich zu Rhiney oder ich gehe zu Tridan. Leute, was soll ich tun? Rhiney braucht meine Hilfe gerade und Tridan auch. Und ich brauche selber auch am meisten Hilfe. Ich bin derjenige, der am meisten Hilfe gerade braucht. Leute, was soll ich nur tun? Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.